Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jan Hofer. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Deutsche Sicherheitsbehörden haben seit 2014 tausende Hinweise von Asylbewerbern auf mögliche Kriegsverbrechen erhalten. Nur ein Bruchteil dieser Informationen führte zu Ermittlungen. Das geht aus einer Antwort der Regierung auf eine Anfrage aus der FDP-Fraktion hervor. Innenminister Seehofer ordnete heute eine Untersuchung zu Angaben an, die Behörden seien Hinweisen auf mögliche Kriegsverbrecher unter den Asylsuchenden nicht nachgegangen. Die Vermutung, dass unter den Flüchtlingen, die nach Deutschland gekommen sind, auch Kriegsverbrecher sein könnten, gab es schon länger. Hinweise auf Kriegsverbrechen liefere das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge seit Jahren an das BKA, so die Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der FDP. 2015 gingen 2.100 Hinweise auf mögliche Kriegsverbrechen ein, ein Jahr später 1.710, 2018 noch 550. Da wird nicht jeder Hinweis stichhaltig sein. Tatsache ist aber, dass die Frage ergeben hat, dass für die Jahre 2015, 2016 nur in einem Hundertstel der Fälle, die auf die es Hinweise gibt, überhaupt Ermittlungen aufgenommen wurden. Und das ist offensichtlich unzureichend. Doch nicht jeder Hinweis auf ein Kriegsverbrechen ist auch ein Hinweis auf einen Kriegsverbrecher. So fragt das BAMF jeden ankommenden Flüchtling aus Syrien und dem Irak systematisch, ob er etwa Augenzeuge von begangenem Völkermord oder Kriegsverbrechen war. Antwortet dieser mit Ja, zählt das bereits als Hinweis, egal ob ein Täter identifiziert werden kann oder sich dieser gar nicht in Deutschland aufhält. Sobald ein Hinweis strafrechtlich verwertbar ist, werde ermittelt. 2015 gab es 9 Verfahren, Tendenz steigend. 2018 waren es dann 49. Dass die Behörden Hinweise ignoriert hätten, weist der Innenminister zurück. Er wisse, dass die Meldungen von den Sicherheitsbehörden gesichtet wurden und wenn sie Substanz hatten, auch weiter verfolgt wurden und nach Prioritäten geordnet wurden. Beim Bundeskriminalamt wurde vergangenes Jahr sogar eine Zentralstelle für die Bekämpfung von Kriegsverbrechen gegründet. Experten bescheinigen der Bundesanwaltschaft einen hohen Aufklärungswillen in dem Bereich. Ein Beispiel von vielen ist die Festnahme von 2 Mitgliedern des syrischen Geheimdienstes hier in Deutschland vor ein paar Wochen, die gefoltert haben sollen. Außerdem wurde auch das Personal für die Ermittlungen in Sachen Kriegsverbrechen verstärkt. Zu spät für Ermittlungen ist es bei Kriegsverbrechen übrigens nie. Die Verjährung ist in diesen Fällen ausgeschlossen. Woher erhalten deutsche Behörden Hinweise auf Kriegsverbrechen und was passiert dann? Die wichtigsten Fragen beantworten wir nochmal ausführlich auf tagesschau.de. Im Osten Syriens gehen kurdisch-arabische Milizen weiter gegen die letzte Enklave der Terrororganisation Islamischer Staat vor. Dabei werden sie von der US-Luftwaffe unterstützt. Zahlreiche IS-Kämpfer haben sich nach Angaben lokaler Kommandeure bereits ergeben. Auch Zivilisten haben das Dorf Bagus verlassen. Der Ort mit nur wenigen Häusern liegt in Syrien unmittelbar an der irakischen Grenze im Tal des Euphrats. Unser Reporter Daniel Hechler beobachtet das Geschehen von der irakischen Seite aus. Rauchschwaden über dem syrischen Bachus nach heftigem Artilleriefeuer auf das Zentrum der letzten IS-Enklave. Die Offensive nehme wieder Fahrt auf, sagen sie hier, auf einem Beobachtungsposten der irakischen Armee in 5 Kilometern Entfernung. Zuletzt war sie ins Stocken geraten, um Zivilisten zu schonen. Tausende sind in den vergangenen Tagen aus Bachus geflohen. Wir werden das Ende des IS eher in Stunden denn Tagen erleben. Die wichtigsten Anführer haben sich schon ergeben. Damit bricht ihre wichtigste Stütze weg. Im gleichnamigen Dorf auf irakischer Seite bangen die Menschen um ihre Verwandten und Freunde gegenüber. Hier wurden sie 2017 von der Terrormiliz befreit. Nun wünschen sie sich Freiheit und Frieden auch für ihre Nachbarn jenseits der Grenze in Syrien. Viele haben den Kontakt zu ihnen verloren, wissen nicht, ob sie noch am Leben sind. Wir haben Verwandte da drüben. Ihr Leben ist sehr schwer. Sie haben nichts zu essen, sind von allen Seiten belagert. Die meisten Menschen dort leben nur noch von Gras. Die Zivilisten leiden am schlimmsten. Viele IS-Leute haben sich abgesetzt und sind davongekommen. Das ganze Ausmaß der Zerstörung nach monatelangem Bombardement lässt sich derzeit nur
erahnen. Je näher die Niederlage der Terrormiliz rückt, desto dringlicher stellt sich die Frage nach der Zeit danach. Millionen Menschen haben ihre Familien, ihr Hab und Gut verloren, stehen vor dem Nichts. Um der Ideologie des IS den Nährboden zu entziehen, sind Stabilität und Perspektiven notwendig. Beides aber ist nicht in Sicht. Umstrittene Studien über das Krebsrisiko des Unkrautvernichters Glyphosat müssen öffentlich gemacht werden. Das EU-Gericht hat heute entschieden, dass die Europäische Lebensmittelbehörde EFSA die Untersuchungen nicht unter Verschluss halten dürfe. Die Öffentlichkeit habe ein berechtigtes Interesse daran zu erfahren, inwieweit Mensch und Umwelt durch Glyphosat geschädigt werden könnten. Gegen das Urteil kann noch beim Europäischen Gerichtshof vorgegangen werden. Im Euroraum sind weiterhin keine Zinserhöhungen in Sicht. Die Europäische Zentralbank will den Leitzins bei 0% belassen, bis mindestens Ende des Jahres. Zudem kündigte die EZB ein Kreditprogramm für Geschäftsbanken an, von dem unter anderem Italien profitieren dürfte. Hintergrund ist die abflauende Konjunktur im Euroraum. Die EZB verringerte ihre Wachstumsprognose für dieses Jahr auf 1,1%. Der chinesische Mobilfunkausrüster Huawei wehrt sich gegen Spionagevorwürfe in den USA. Der Konzern zieht vor ein US-Gericht, weil er von Washington als Sicherheitsrisiko eingestuft und von Regierungsaufträgen ausgeschlossen wird. Auch in anderen Ländern, unter anderem Deutschland, wird diskutiert, ob das Unternehmen möglicherweise geheime Einfallstore für Cyberangriffe schaffen könnte. Huawei weist solche Anschuldigungen zurück. Ein neuer Huawei Campus in Südchina. Europäische Städte nachgebaut für 25.000 Mitarbeiter. Der erfolgsverwöhnte Konzern ist seit Monaten im Krisenmodus. Misstrauen im echten Europa, vor allem aber in den USA. Huawei geht in die Offensive. Die in den USA verhängten Verbote seien nicht nur gesetzeswidrig. Sie hinderten das Unternehmen auch daran, an einem faireren Wettbewerb teilzunehmen. Man habe keine andere Wahl mehr, als zu klagen. Der US-Kongress hat wiederholt versäumt, Beweise vorzulegen, die Beschränkungen für Huawei-Produkte rechtfertigen würden. Antennenforschung. Der Konzern zählt weltweit zu den führenden Telekommunikationsausrüstern und hält beim schnellen Mobilfunknetz 5G mit die meisten Patente. Die Vorwürfe und Verdächtigungen der USA reichen von Spionage in den Netzen bis zu Sabotage. Die Unternehmensanteile gehören zwar den Mitarbeitern, dennoch stehe Huawei der Pekinger Regierung zu nah. Der Konzern hat alle Vorwürfe immer bestritten, auch heute. Huawei ist nicht im Besitz, unter der Kontrolle oder unter dem Einfluss der chinesischen Regierung. Das Unternehmen würde sich überall an die Gesetze des jeweiligen Landes halten, sei transparent und habe bei der Cybersicherheit höchste Standards. Die Bundesnetzagentur hat heute Eckpunkte bei den Sicherheitsanforderungen für den 5G-Aufbau in Deutschland veröffentlicht. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik muss danach bei allen Anbietern die Vertrauenswürdigkeit bestätigen. Huawei wäre so in Deutschland nicht automatisch ausgeschlossen, steht laut Experten aber vor hohen Hürden. Ein Gericht in Lyon hat den obersten Würdenträger der katholischen Kirche in Frankreich zu 6 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Erzbischof Barbarin soll von Anschuldigungen gegen einen pädophilen Priester gewusst und jahrelang geschwiegen haben. Nach dem Urteilsspruch entschuldigte sich Barbarin bei den Opfern und kündigte an, sein Rücktrittsgesuch bei Papst Franziskus einzureichen. Vor dem Landgericht Limburg sind die Betreiber einer großen Internetplattform für Kinderpornografie verurteilt worden. Die Seite Elysium hatte mehr als 100.000 Nutzer weltweit. Der Hauptangeklagte musste sich auch wegen schweren sexuellen Missbrauchs verantworten. Er erhielt eine Haftstrafe von 9 Jahren und 9 Monaten mit anschließender Sicherheitsverwahrung. Gegen 3 weitere Angeklagte wurden Gefängnisstrafen zwischen knapp 4 und 8 Jahren verhängt. Die Verteidiger prüfen eine Revision. Drohungen des türkischen Innenministers gegen Urlauber aus Deutschland hatten in den vergangenen Tagen für Irritationen gesorgt. In Berlin bemühte sich der türkische Tourismusminister Ersoy heute darum, die Wogen zu glätten. Sein Kabinettskollege hatte am Sonntag erklärt, Touristen aus Deutschland bei der Einreise in die Türkei festnehmen zu lassen, wenn diese an Veranstaltungen der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK teilgenommen hätten. Außenminister Maas wies die Drohungen zurück.
Auf der internationalen Tourismusbörse präsentiert sich die Türkei derzeit als gastfreundliches Land mit viel Sonne und leckerem Essen. Eine andere Seite hatte der türkische Innenminister am Sonntag bei einem Wahlkampfauftritt in Ankara gezeigt. Es gibt Leute, die in Europa oder in Deutschland an Kundgebung einer Terrororganisation teilnehmen und dann nach Antalya oder Bodrum kommen, um Urlaub zu machen. Für die haben wir jetzt Maßnahmen getroffen. Diese Menschen werden bei der Einreise festgenommen und ab geht's mit ihnen. Hatte Soylu lediglich in markigen Worten zusammengefasst, was auch bislang schon galt, dass die Türkei hart gegen PKK-Unterstützer vorgeht? Oder droht deutschen Touristen bei der Einreise etwa die Festnahme, wie Journalisten mutmaßten? Man prüfe die Rede des Innenministers gerade, sagte heute der Bundesaußenminister. Es sind Äußerungen, die nicht akzeptabel sind, die uns auch beunruhigen. Und wir behalten uns vor, sobald wir uns ein umfassendes Bild darüber gemacht haben, auch dann auch noch mal zu entscheiden, wie wir damit umgehen. Auf der ITB versuchte der türkische Tourismusminister, die Wogen wieder zu glätten. Es gibt derzeit ein bisschen Durcheinander, vielleicht auch Missverständnisse. Das Innenministerium hat bemerkt, dass das Thema in die falsche Richtung gezogen wurde. Denn die richtige Richtung für deutsche Urlauber, wenn es nach dem Willen des Tourismusministers geht, soll auch weiterhin in die Türkei führen. In der Parteispendenaffäre droht der AfD im Fall ihres Europawahlkandidaten Reil eine Strafe von mehr als 100.000 Euro. Die Bundestagsverwaltung habe eine erste Vorentscheidung getroffen, bestätigte Parteichef Meuthen, NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. Falls es einen formalen Bescheid geben sollte, werde die AfD Widerspruch einlegen. Reil hatte 2017 im nordrhein-westfälischen Landtagswahlkampf kostenlose Wahlwerbung durch die Schweizer Goal AG erhalten. Vor dem Internationalen Frauentag haben Politiker und Gewerkschafter mehr Einsatz für die Gleichstellung gefordert. Frauenministerin Giffey rief dazu auf, mit Rollenklischees aufzuräumen. Sie nannte es ein ganz starkes Zeichen, dass in Berlin morgen der Frauentag erstmals als gesetzlicher Feiertag begangen wird. Außenminister Maas nannte Gleichstellung eine Frage der Gerechtigkeit. Ohne Gleichstellung gäbe es keine echte Demokratie. Der Müllwagen kommt und mit ihm Franziska Giffey. Die Bundesfrauenministerin schnuppert vor dem Weltfrauentag in einen Job hinein, der noch bis vor kurzem als typischer Männerberuf galt. Doch der Fachkräftemangel und der Wunsch nach Gleichberechtigung machen es möglich. Auch Entsorgungsbetriebe stellen verstärkt Frauen ein. Wir wollen, dass Frauen eben jeden Beruf ergreifen können. Frauen können alles. Und wenn es noch nicht so ist, dann müssen wir dafür sorgen, dass sie es können, dass eben klischeefreie Berufswahl möglich ist. Am Arbeitsmarkt allerdings immer noch keine Gleichberechtigung. Mehr als viermal so viele Frauen wie Männer arbeiten Teilzeit. Und besonders viele Frauen in weniger gut bezahlten Pflegeberufen. Wir brauchen auch die Grundrente vor allen Dingen im Interesse von Frauen, weil zu 75% davon Frauen profitieren, die ihr Lebtag gearbeitet haben, aber aufgrund von niedrigen Löhnen oder kurzer Arbeitszeit nicht eine auskömmliche Rente haben. Und auch in Topjobs Probleme für Frauen. Nur 8,6% der Unternehmensvorstände sind weiblich. Infolge der Frauenquote nähert sich der Anteil der Frauen in Aufsichtsräten den vorgeschriebenen 30%. Doch, so eine Studie, die meisten Firmen tun nichts, um diese Zahl zu erhöhen. Der Bundeswirtschaftsminister setzt auf gesellschaftlichen Druck. Die Frauen sind in Führungspositionen der Wirtschaft grundsätzlich unterrepräsentiert. Das muss sich ändern. Und deshalb brauchen wir die Debatte. Ich werde dazu deutliche Worte in meinen Veranstaltungen wählen. Die Bundesregierung argumentiert, aus verfassungsrechtlichen Gründen könne sie private Unternehmen nicht zwingen, ihre Vorstände paritätisch zu besetzen. Deshalb setzt sie auf das Vorbild des öffentlichen Dienstes. Die Leitungsfunktionen dort sollen laut Koalitionsvertrag bis 2025 mit genauso vielen Frauen wie Männern besetzt sein. Zum Auftakt der Biathlon-WM im schwedischen Östersund hat die deutsche Mixed-Staffel die Silbermedaille geholt. Das Quartett Benedikt Doll, Arndt Peiffer, Denise Herrmann und Vanessa Hinz musste sich am Ende nur Norwegen geschlagen geben. Beim letzten Schießen unterliefen dem deutschen Schlussläufer Doll zwei Fehler. Der Norweger Christiansen blieb fehlerfrei und lief für seine Mannschaft zum WM-Titel. Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 8. März. Das Sturmtief zieht zur nördlichen Ostsee. Es sorgt in der Nacht im Westen und Norden, morgen besonders im Nordosten, für stürmische Böen, vereinzelt auch Sturmböen.
Heute Nacht regnet oder schneit es zeitweise in Südostbayern, später auch im Schwarzwald und auf der Schwäbischen Alb und im Verlauf im Norden und Westen. Morgen gibt es zunächst recht verbreitet Schauer, örtlich mit Graupel. Am Nachmittag wird es von Nordwesten her freundlicher. Heute Nacht im Osten 8, am Alpenrand -3 Grad. Morgen werden im Vogtland 6, am Oberrhein 13 Grad erreicht. Am Samstag viele Wolken und zum Teil kräftige Schauer, dabei sehr windig, im Norden und Osten auch stürmisch. Auch am Sonntag unbeständig und besonders im Norden stürmisch. Montag wechselhaft und teilweise kräftige Regen-, Schnee- oder Graupelschauer. Um 22.15 Uhr hat Karen Mioska diese Tagesthemen für Sie. Misstrauen in das Riesenunternehmen. Darf Huawei beim Ausbau des deutschen 5G-Netzes dabei sein? Und britische Klischees im Museum, wie Fotograf Martin Parr seine Landsleute sieht. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.